Der folgende Artikel, Blockchain Governance, wurde am 20. Juni 2018 von Dan Larimer auf Medium verfasst und Jana sowie Frank von der EOS.de Strategie Telegram Gruppe haben diesen Artikel ins Deutsche übersetzt. Und den möchte ich jetzt gerne vorlesen. Dezentralisierte Blockchain-Führung. Wir, die EOS Community, haben ein großartiges Experiment gestartet, um zu sehen, ob eine globale Community sich selbst regieren kann, ohne die gut dokumentierten Fallstricke bestehender Weltregierung. Bitcoin wurde als vertrauensloses Geldsystem geschaffen, weil die Regierungsstrukturen, die das Weltwährungssystem kontrollieren, ihre Macht missbrauchten, übermäßigen Einfluss auf die Regierung und die Bevölkerung der Welt auszuüben. Wenn wir den Wert einer dezentralen Blockchain-Führung verstehen wollen, müssen wir zunächst verstehen, welche Probleme mit der Zentralbank-Governance durch Blockchains gelöst werden wollen. Erstens, unvorhersehbare Geldpolitik. Zweitens, unkontrollierbare Staatsausgaben. Drittens, Instabilität von schuldbasiertem Geld. Viertens, betrügerische Verwendung von Bankeinlagen. Fünftens, Kapitalkontrollen. Sechstens, Identitätsdiebstahl. Siebtens, moralische Gefahr von Sicherheitsleistungen. Die Weltbevölkerung kann nicht verhindern, dass die Regierungen der Welt unsere Kapitalbasis verbrauchen, solange wir uns auf unsere Währung, auf ihre Währung verlassen. Durch den unbegrenzten Gelddruck können Regierungen und die Banken, die sie finanzieren, die meisten Ressourcen der Welt beschlagnahmen, ohne dass es zu einer Steuerrevolte kommt. Erst Jahre später, wenn die Wirtschaft unter der Last des vorherigen Kapitalverbrauchs zusammenbricht, merken die Menschen, was passiert ist. Mit Bitcoin und frühen intelligenten Smart Contract Plattformen kamen die Konzepte Code ist Law, Code ist Gesetz und Hash Power macht es richtig. Dies in Verbindung mit dem Glauben an Zensurresistenz gab den Menschen ein neues Maß an Vertrauen in die Geldpolitik. Die große Idee ist, dass wir alle potenziell korrupte Menschen aus der Gleichung entfernen. Wenn niemand das Sagen hat, können die Regeln nicht verändert werden und wir können frei von Korruption, Beschlagnahme, Inflation und Kapitalkontrolle sein. Unkontrollierbare Staatsausgaben, Instabilität von schuldbasiertem Geld, betrügerische Verwendung von Bankeinlagen, Kapitalkontrollen, Identitätsdiebstahl, moralische Gefahr von Sicherheitsleistungen. Haben Bitcoin und Ethereum die Dinge verbessert? In den letzten 10 Jahren hatten wir die Gelegenheit, ein Live-Experiment zur Wirksamkeit oder Ineffektivität von Blockchains beim Schutz von Menschen vor Geldverlust zu beobachten. Ich habe mal eine Liste aller Möglichkeiten erstellt, mit denen Menschen unter den bestehenden Regierungen und nach dem Gesetzbuch Geld verlieren. Geld verlieren und die Freiheit der Blockchain. Passwort vergessen, Schlüssel verloren. Schlüssel kompromittiert, Phishing-Betrug, Börsenhacks, Fehler im Code, Double-Spend-Attacks, Raub, Entführung, Erpressung, soziale Entwicklung, Kapitalertragsteuern, Regierungen beschlagnahmen Token, Angebotswachstum, Gebühren, falsch verstandener Sinn der Privatsphäre, Leugnung des Services durch Spam, an falsche Adressen senden. Geld verlieren und Freiheit in Banken, Beschlagnahme von Bankkonten durch Gerichtsbeschluss, nicht durch die Einlagensicherung gedeckte Bankausfälle, Identitätsdiebstahl, Angebotswachstum, Gebühren, Kapitalkontrolle, Denial of Service durch KYC-Konformität, Verlust der Privatsphäre gegenüber der Regierung, privat von Nachbarn, Kreditkartenbetrug an Händler weitergegeben. Für den Durchschnittsbürger ist sein Geld in Kryptowährung weitaus anfälliger als ein Bankkonto. Dies gilt insbesondere für die große Mehrheit der Menschen, die es schaffen, auf der richtigen Seite des Gesetzes zu bleiben.
Ob es Ihnen gefällt oder nicht, die KYC-Regeln in Kombination mit Kreditkarten und Bankeinlagenversicherungen schützen die Menschen vor vielen Straftaten, da es schwieriger ist, ihre Identität zu verbergen, um Geld zu bewegen. Wenn Ihr Bankkennwort kompromittiert ist, übernimmt die Bank den Verlust, nicht Sie. Wenn Ihre Bank ihr gesamtes Geld verliert, werden die Verluste durch eine inflationsgesicherte Versicherung gedeckt. Wenn Sie Ihr Passwort verlieren, kann die Bank Ihre Identität bestätigen und Ihnen Ihr Geld zurückgeben. Wenn die Bank einen Auszahlungsfehler begeht, haftet sie für die Verluste. Was wir daraus schließen können, ist, dass trotz Korruption in der Geldpolitik einzelne Benutzer im bestehenden Banksystem weitaus sicherer sind als in den bestehenden Blockchain-Systemen. Das liegt daran, dass das bestehende Banksystem die meisten Verluste sozialisiert. Die negativen externen Effekte der Korruption in der monetären Steuerung sind für den Einzelnen nicht erkennbar. Aber das Versagen der Blockchain-Sicherheit für einzelne Konten ist gut dokumentiert. Ich habe keine genauen Zahlen, um dies zu beweisen, aber ich vermute, dass der Verlust von Geldern bezogen auf Smart-Contract-Fehler und Hacks größer ist als der Verlust einzelner Geldmittel aufgrund von Bankausfällen, Hacks oder Korruption prozentual gesehen im Vergleich zu der jeweiligen Dollar-Token-Ökonomie. Blockchains für Benutzer sicherer machen. Die Hauptursache für den Verlust von Geldern ist der Verlust von Passwörtern und/oder die versehentliche Überweisung von Geldern. Das zweithäufigste Problem ist die Verwendung von Software-Schlüsseln, die kompromittiert werden. Hardware-Wallets können den Verlust von Guthaben aufgrund von kompromittierten Software-Schlüsseln verringern. Aber sie sind machtlos beim Verlust der physischen Schlüssel oder dem Vergessen des PINs, der das Gerät schützt. Hardware-Schlüssel tragen auch wenig zum Schutz der Benutzer bei Angriffen bei, mit denen versucht wird, die Leute dazu zu bringen, das Falsche zu unterschreiben. Außerdem können Hardware-Geräte ausfallen oder gestohlen werden. All dies zusammen bedeutet, dass das alleinige Vertrauen auf eine Hardware dem Verlust eines physischen Schlüssels für einen sicheren Haussafe gleichkommt. Eine Sache, die das bestehende Bankensystem macht, ist, die Menschen vor physischen Überfällen und/oder Hauseinbrüchen sicherer zu machen. Diebe wissen, dass die Leute kein Bargeld bei sich haben und dass sie es nicht leicht haben, jemanden zu zwingen, sich bei seiner Bank anzumelden und Geld zu überweisen. Bei Kryptowährungen können sie sich nur dann vor ähnlichen Situationen schützen, wenn sie sich darauf verlassen, dass eine vertrauenswürdige Partei ihre Transaktionen mitsigniert. Dies kann verhindern, dass der Räuber ihre Token erhält, hindert sie jedoch nicht daran, überhaupt überfallen zu werden. Um das Risiko von Raubüberfällen zu minimieren, muss die überwiegende Mehrheit der Menschen Multisig-Konten bei vertrauenswürdigen Dritten, zum Beispiel Banken, einrichten. Dies ähnelt dem Konzept der Herdenimmunität. Der Code ist Law-Mythos. Es ist weit verbreitet, dass es keine Führung von Bitcoin und Ethereum gibt und dass diese Protokolle dezentralisiert sind. Es besteht weiterhin die Überzeugung, dass der Code Gesetz sein sollte. In der Realität verfügen alle Blockchains über Human-Governance-Prozesse, die sich in Notfällen bei der Aktualisierung des Protokolls zeigen. Jeder Code hat Fehler und Gesetzesverstöße verursachen Ungerechtigkeit und Verletzungen der erwarteten Eigentumsrechte. Die Schattenregierung von Ethereum hatte große Mühe, den DAO-Hack zu beheben. Bitcoin-Mining-Pools haben abgestimmt, welcher Zweig unterstützt werden soll, als ein Software-Update einen langen, unbeabsichtigten Fork einführte. Die Ethereum Foundation hat das Markenrecht angewendet, um die offizielle Version der Chain zu definieren, die Börsen auflisten dürfen. SegWit wurde aufgrund eines Gipfels von Community-Führern akzeptiert, die über einen Kompromiss abstimmten, der die Erhöhung der Blockgröße beinhaltete, um dann aufgrund des schrittweisen Rollout-Plans große Blöcke später aufzugeben. Große Miner haben den ASIC-Markt mit Skaleneffekten in die Enge getrieben. Mining-Pools haben den Markt für Blockproduktion in die Enge getrieben. 2 bis 3 Pools kontrollieren Bitcoin und Ethereum. Die Gebühren, auch als Bestechungsgelder für Produzenten bekannt, sind höher als bei Banküberweisungen. Lightning-Netzwerke schaffen neue bankenähnliche Vermittler und sind anfällig für Zensurangriffe durch Mining-Pools und ASIC-Kartelle.
Jede Blockchain mit einem Prozess zum Upgraden verfügt über eine Führungsstruktur, die in der Lage ist, die Regeln zu ändern, gestohlene Gelder zurückzusetzen und so weiter. Es handelt sich um das bewährte Netzwerk von GitHub-Administratoren, Exchange-Verbindungen und Betreibern von Mining-Pools. Das Problem ist, dass diese Prozesse informell und weniger vorhersehbar und sogar weniger rechenschaftspflichtig sind als die Regierungsstrukturen, von denen wir hoffen, dass sie durch die Blockchains ersetzt werden können. Insider kontrollieren diese informellen Prozesse heimlich, während die Massen ein koordiniertes Führungschaos wahrnehmen. EOS-Lösung für dezentrales Regieren. EOS verfolgt einen neuen Ansatz, um die Probleme mit zentralisierten Regierungen zu lösen, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. In diesem Fall handelt es sich bei dem Kind um eine zivilisierte Streitbeilegung unter einwilligenden Erwachsenen, zusammen mit dem umfassenden Konzept des von der Peer-to-Peer-Community erzwungenen Vertrags. Die Verfassung der EOS-Gemeinschaft zielt darauf ab, eine Reihe von Grundsätzen festzulegen, die sie von bestehenden zentralisierten Regierungen und von allen früheren Blockchains unterscheiden. Zunächst einmal verpflichtet sie sich zu einer gewaltfreien Regierungsführung. Alle Parteien sind sich einig, dass Streitigkeiten nur durch Anhängen an die Blockchain beigelegt werden können. Wenn die Weltregierungen diese Klausel hätten, könnten sie sie nicht ins Gefängnis werfen oder Kriege beginnen. Wenn ihnen ihre Steuern, ihre Richtlinien und Vorschriften nicht gefallen haben, können sie einfach gehen. Dies ist ein grundlegender Unterschied, wie eine globale Gemeinschaft sich selbst regieren kann, ohne die Fehler bestehender Regierung zu wiederholen. Die EOS-Verfassung legt auch ein formelles Verfahren und eine Grundlage für die Autorität durch Einwilligung fest. Wer nicht einverstanden ist, kann den Open-Source-Code nehmen und eine eigene Community mit eigenen Regeln gründen. Im Gegensatz zu traditionellen Regierungen, die das bewohnbare Land monopolisiert haben, gibt es für freiheitsliebende Menschen immer einige neue Gesetze, um mit neuen Regierungsstrukturen zu experimentieren. Alles, was es braucht, ist eine ausreichend große Gruppe von Gleichgesinnten, um eine neue Community zu starten und gegen jede korrupte Community anzutreten. Dieser freie Wettbewerb bei der Führung von Gemeinschaften führt die Marktkräfte in die Governance-Gleichung ein. Eine Blockchain, die von einem korrupten Streitbeilegungssystem betrieben wird, wird ihre Währung auf dem Markt verkaufen, wenn die Menschen in Scharen auf der Suche nach einem sicheren Hafen in neue Communities aufbrechen, um ihre Rechte besser zu schützen. Nur die universell kompetentesten Streitbeilegungssysteme und Blockchains werden überleben. Gemeinschaften, die eine unvorhersehbare Geldpolitik betreiben, die ihrer Verfassung zuwiderläuft, werden ihren Wert zugunsten verantwortungsbewusster Gemeinschaften rapide verlieren. Blockchains schaffen einen weitaus effizienteren Markt, da keine in Gefangenschaft lebende Bevölkerung gezwungen ist, die Währung mit vorgehaltener Waffe einzusetzen. Darüber hinaus gibt es keine geografischen Einschränkungen, die eine Person zwingen, dieselbe Währung wie ihre Nachbarn zu verwenden. Durchsetzung von Contracts. Blockchains sollen objektive und deterministische Contracts, Verträge, ausführen. Schiedsrichter sind als Orakel für die subjektive Bewertung nicht deterministischer Verträge gedacht. EOS kombiniert diese beiden Konzepte mit dem Ziel, die Möglichkeit von Streitigkeiten zu minimieren, die Qualität und Transparenz von Übereinstimmungsnachweisen zu maximieren und die technischen Tools zu schaffen, mit denen menschliche Eingriffe Fehler bei der Ausführung oder Verstöße gegen subjektive Vereinbarungen korrigieren können. In diesem Sinne ist EOS die erste Vertragsplattform, die sich auf die Formalisierung, Automatisierung und Klärung von Vereinbarungen zwischen wohlmeinenden Erwachsenen konzentriert. Dies ist weitaus umfassender und mächtiger als die blinde Durchsetzung fehlerhafter Verträge, ohne die Absicht der Parteien zu berücksichtigen. Kleine Schritte. EOS ist eine neue Gemeinschaft, die die notwendigen Werkzeuge zur Verwirklichung dieser Version einer globalen Gemeinschaft aufbaut, die sich selbst ohne den Einsatz von Gewalt regiert. Im Laufe der Zeit wird die Community Schiedsverfahren, Verfassungsänderungen, Gewaltenteilung und Haftungsbeschränkung formalisieren. In der Zwischenzeit setzt die Community die Tools ein, die sie heute zur Durchsetzung ihrer Contracts und zur Bekämpfung des im Kryptobereich weitaus verbreiteten
Betrugs und Diebstahls verwendet. Wenn sich alles so entwickelt, wie ich es mir erhoffe, wird die Community von EOS der stabilste und sicherste Ort sein, um Tokens zu besitzen, ohne Angst vor ungerechten Entscheidungen, Identitätsdiebstahl, Token-Hacks, verlorenen Passwörtern und so weiter. Sie wird eine stabile Geldpolitik mit zivilisierter Streitbeilegung haben. Es wird schlechte Akteure geben und Gemeinschaften werden leben oder sterben, je nachdem, wie schnell sie die Bösen identifizieren und entfernen. Alle anderen Blockchains sind nicht in der Lage, schlechte Akteure zu beseitigen, weil sie nicht auf der Prämisse einer vertraglichen Zusammenarbeit für ein gemeinsames Gut beruhen, sondern auf der Prämisse des Gesetzes Dschungels, wo die technischen Möglichkeiten Abhilfe schaffen. Gehirne sind die neue Muskulatur und nerdige Höhlenmenschen argumentieren, dass sie das göttliche Recht auf jegliches Eigentum haben, das sie hacken können. Wenn es zu Hacks kommt, greifen die Menschen auf Gewalt durch Regierungen zurück, die sie aufspüren und die Hacker und Betrüger bestrafen sollen. EOS unterscheidet sich grundlegend von anderen Regierungen und Blockchain-Communities darin, dass die Community den höchstmöglichen ethischen Standard für freiwilliges Einverständnis und Gewaltfreiheit anstrebt, während andere Blockchain-Communities auf bestehende Regierungen angewiesen sind, um Vergeltung zu erhalten, ist EOS die erste Blockchain, die Verantwortung für ihre eigene Community übernimmt und nicht von den korrupten, gewalttätigen, alten Streitbeilegungssystemen, Schlichtungssystemen, Instanzen abhängig ist. EOS konzentriert sich eher auf stärkende Wiedergutmachung als auf strafrechtliche Vergeltung. Ich hoffe, dass die EOS-Community gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen und leben für Freiheit und Eigentum und Gerechtigkeit für alle zu sichern.